eigentlich Lernen mit Medien? Vielleicht haben Sie das Video schon entdeckt, in dem ich versuche, das große weite Feld der Medienpädagogik zu beschreiben. Und das ist schwer, weil die Medienpädagogik wirklich ein enorm weites Feld ist. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie man dieses weite Feld differenzieren kann. Und zwar in Lernen über Medien und Lehren und Lernen mit Medien. In einer anderen Folge erkläre ich, was das Lernen über Medien ist, deswegen hier nur ganz kurz. Das ist quasi die Medienerziehung, wird auch Medienbildung genannt, in dem es darum geht, was muss man eigentlich wissen über Medien und Mediensysteme, wenn wir in unseren Gesellschaften diese Medien zum Beispiel auch nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch als Kommunikationsmedien verwenden. Also das heißt, wie wirken Medien, wie könnten Medien gegebenenfalls uns auch in die Irre führen? Stichwort Fake News und so weiter. Das alles gehört dazu. Was muss man wissen über Medien? Das gehört zum Thema Lernen über Medien. Und auf der anderen Seite, also das ist der Inhaltsbereich, auf der anderen Seite hätten wir den Anwendungsbezug. Das ist das Lernen und Lehren mit Medien. Da ist zunächst mal wieder, kann man wieder unterscheiden, das ist die Mediendidaktik und die kann man wieder unterscheiden. Da kann man nochmal unterscheiden darum, das Medium in der Hand des Pädagogen oder des Lehrers oder der Pädagogin oder der Lehrerin und das Medium in der Hand des Lernenden, also der Schülerin, Schüler. Und bleibe ich zunächst mal bei dem Beispiel der Lehrerin, dann das ist sozusagen die klassische mediendidaktische Perspektive. Das heißt, in dieser mediendidaktischen Perspektive nutzt die Lehrerin, der Lehrer ein Medium, um einen Sachverhalt etwas besser zu erklären. Man denkt da zum Beispiel an Comenius sofort, in dem es darum geht, Bilder auch im Lehr-Lern-Prozess zu verwenden. Bilder, die nochmal intuitiver etwas beschreiben können. Beispielsweise beim Sprachenerwerb die Verbindung aus einem Bild und einem Wort, die dann hergestellt wird. Das streng genommen auch ist schon ein Lehren und Lernen mit Medien. Und das kann man natürlich sich noch viel weiter denken. Also es gibt beispielsweise Videos, in denen Bewegungsabläufe dargestellt werden oder auch beispielsweise Animationen von Bewegungsabläufen, die man gar nicht unbedingt mit dem bloßen Auge sehen könnte. Beispielsweise, weil die Gegenstände zu klein sind, in der Physik, im Nanobereich vielleicht auch gar nicht sichtbar, vielleicht auch zu groß oder einfach deswegen nicht sichtbar, weil es beispielsweise ein geschlossenes System ist. Man denkt zum Beispiel an einen Motor, indem man dann sieht, dass die Kolben sich die Zylinder sich in den Kolben bewegen. Diese Möglichkeiten gibt es, das eben per Medium auch darzustellen und damit das Verständnis zu erleichtern. Das ist die Idee der Mediendidaktik. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Aspekt, ich habe den ja kurz schon genannt, dann das Medium in der Hand der Schülerinnen und Schüler, das heißt also, die dann selbst das Medium als Lern- und Lehrinstrument nutzen in einer aktiv-kreativen Weise. Das heißt also, nicht nur die Lehrerin, Lehrer zeigt etwas mittels eines Mediums, auf einer digitalen Tafel oder einfach ein Bild oder ähnliches, sondern die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich zum Beispiel mittels des Mediums selbst etwas. Das könnte ganz einfach ein Smartphone sein, mit dem die Kinder zum Beispiel in der Grundschule ihre Welt entdecken und diese Bilder dann entsprechend mitbringen und mit der Lehrerin, mit den Mitschülerinnen und Schülern dann gemeinsam weiterarbeiten, diskutieren, weiterarbeiten und da vielleicht sogar ein weiteres Medienprodukt, ein kleines Buch daraus machen. Das ist, wenn Schülerinnen und Schüler Medien selbst auch zum Lernen benutzen. Und das wäre, ganz knapp gesagt natürlich, das, was man unter dem Aspekt der Mediendidaktik, also dem Lehren und Lernen mit Medien, verbindet.